Ja, heute möchte ich mal über was reden, was mich schon vor 25 Jahren, als ich nach Ungarn aus Deutschland eingewandert bin, zu schaffen gemacht hat. Und natürlich jetzt noch umso mehr, wo ich in die Philippinen gegangen bin, sage ich jetzt mal. Ja, das Ausgewandern hört sich immer so großartig an, und ob ich das für die nächsten 100 Jahre beschlossen habe, habe ich aber nicht. So, damals war ich in Deutschland gewohnt, dass man so sein Leben im Voraus plant. Das heißt, erstmal Vorsorge trifft. Das heißt, wenn ich heute zum Beispiel einen guten Job habe, dass ich dann vorsorge finanziell natürlich für nicht nur für die Rente, auch für die nächsten Jahre. Man weiß ja nicht, was dann kommt. Und wenn ich zum Beispiel auch, wenn heute Sommerurlaub ist, Sommerurlaubssaison in Deutschland, nicht gesagt hat, okay, jetzt ist Sommerurlaub angesagt, jetzt gehe ich da auf jeden Fall hin, sondern erstmal gesehen, dass man die Sachen organisiert hat, die gerade anlagen eben, damit man gut auch später dastand. Und ich wurde immer gefragt, meine Ziele für 3 Monate, ein Jahr, drei Jahre und so weiter. Und das war so alles nicht nur auf das Morgen ausgerichtet, sondern wirklich auf die nächsten Jahrzehnte und Jahre so. Und wenn das so mein Konzept war, das war es für mich und ist sicher für heute noch für viele andere so, die noch von euch in Deutschland sind. Das Gleiche, wenn ich mich hin und wieder mit einem aus Deutschland unterhalte. Dann kam ich nach Ungarn, und in Ungarn war schon viel mehr das Jetzt im Fokus. Das heißt, die Leute, die meine damalige Freundin und die Familie, alle haben mir gesagt, wenn ich gesagt habe, okay, gut, ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich jetzt in Ungarn klarkomme. Bin jetzt nicht in der Stimmung, jetzt zu feiern oder jetzt Urlaub zu machen. Und die haben gesagt, du, wir leben jetzt, und jetzt ist Zeit für Urlaub, jetzt wollen wir in Urlaub fahren. Scheißegal, ob man genug Geld hat. Im Notfall hat man sich einen Kredit aufgenommen, damit man eben jetzt die Zeit gut verbringen konnte. Aber ich konnte das nie richtig genießen, oder? Es war für mich unmöglich, so in den Tag reinzuleben. Also, das kann man natürlich alles, ich möchte das nicht bewerten oder nicht beurteilen, aber für mich war das wirklich schwere Herausforderung, und viele Konflikte hat das mit sich gebracht, weil die Ungarn eben so, ja, so spontan sind mit dem Feiern, mit dem Urlaub. Wie gesagt, alles so jetzt genießen wollen. Und das hat dann eben später auch zu vielen Problemen geführt. Die Sache ist aber, jetzt bin ich in den Philippinen so, aber da ist ja Ungarn gar nichts dagegen. Das heißt, also wenn die Ungarn, sage ich jetzt mal, auf einem Monat oder so im Voraus höchstens waren, dann sind die Philippinen, das sagen sie auch mit vielen, denen ich hier gesprochen habe, die sagen, für uns zählt nur erstmal der Tag. Leben heute, jetzt, und wir wissen nicht, was nach dem heute ist, was im nächsten Tag ist. So, vielleicht sterben wir, weil ich meine, mir ist schon aufgefallen, es sind ja so unglaublich viele hier mit den großen Familien und so weiter, und so viele Todesfälle höre ich. Klar, wo viele Menschen sind, wenn da mal ein paar sterben, fällt das nicht so vielen auf. Beim Unfall, mit dem Auto, bei dem Verkehr, aber auch Herzinfarkt hat mich total schockiert. Eigentlich sollten die doch mit dieser Hitze so zurechtkommen, aber viele irgendwie nicht. Und dann sehr viel Herzinfarkt habe ich hier gehört. Und das hat wohl die Leute dazu bewogen, auch zu ihrer Weltsicht zu sagen, okay, wir leben jetzt. Und wenn ich sage, was machen wir morgen oder in der Woche, dann möchte ich dies und das. Also ich bin ja auch nicht mehr so, dass ich jetzt die nächsten 4000 Jahre im Voraus plane, aber schon ein bisschen ist für mich noch immer gut, wenn ich die nächste Zeit so im Kopf, im Plan habe, was ich dann machen will und meine Ziele und so weiter. Aber hier, das kann man eben völlig vergessen. Und das geht eben auch, dass viele hier so, was mich total wundert, auch für heute. Heute leben sie, und heute wollen sie Party machen, genießen das auch wunderbar, aber dafür auch Kredite aufnehmen. Also auch für die privaten Feiern. Also wir reden jetzt nicht vom Business, sondern so privat, damit sie eben sich vergnügen können und damit sie etwas machen können. Dass dieses Geldverleihgeschäft ist, wie eben weiß, dass in Philippinen ist ein großes Business hier, und das wird gern von den Leuten angenommen, und die haben auch kein Problem damit, dass sie dann in Schulden bis zum geht nicht mehr stecken. Und da muss man natürlich hier keinen fragen, was macht er in einem Monat oder 3 Monaten oder einem Jahr. Das ist eine völlig blöde Frage hier. Aber wie gesagt, also damit tue ich mich sehr schwer, so in den Tag hineinzuleben. Und das fühlte mich aber als an Ungarn zurückerinnert, weil ich habe ja oft ge gespürt, so,
als ich noch in Ungarn war, dass Ungarn die Hälfte des Weges zum Philippinen ist. Also durchaus viel von der philippinischen Mentalität hat eben das Leben im Jetzt und so weiter und so fort. Und das sehe ich jetzt eigentlich bestätigt. Ja, könnt ihr ja mal sagen, wie ihr das erlebt. Vielleicht, es gibt ja sogar auch einige auf meinem Kanal, das fand ich super, die auch wie ich zuerst in Ungarn waren und dann danach auf die Philippinen gegangen sind. Könnt ihr alle, die ihr jetzt eben ähnliche Erfahrungen gemacht habt, auch darüber berichten. Auch vielleicht die eben jetzt in Ungarn sind und ob ihr das auch so extrem, wenn ihr mit anderen redet, diese Leben im Jetzt und in den Tag hinein, ob ihr das auch so seht. In diesem Sinne, like das Video, abonniert den Kanal, macht's gut aus Ungarn. Ciao, ciao.